Ja, liebe Zuschauer, bei mir ist jetzt der Vorstandsvorsitzende der Technologiestiftung Berlin, Nicolas Zimmer. Herr Zimmer, wir haben jetzt viel Vision von der Politik gehört, wieder viel Abstraktes, das kennen wir nicht anders. Sie haben jetzt Konkretes, Sie haben einen Report heute, den Sie vorgestellt haben, wo die Projekte präsentiert werden, die sich in puncto Smart City bewährt haben. Was musste das Projekt denn mitbringen, um sozusagen in Ihre Aufstellung mit hereinzukommen? Ja, absolut. Also ich meine, Smartness ist ja ein Begriff, der überhaupt erstmal sehr beliebig sein kann. Also nicht alles, was irgendwie smart erscheint, ist deswegen gleich eine Smart City-Anwendung. Deswegen haben wir darauf geachtet, dass es zum einen natürlich intelligent ist, zum zweiten muss es aber auch vernetzt sein, zum dritten muss es auch, sagen wir mal, interoperabel sein. Das heißt, die einzelnen Projekte müssen dann auch verknüpfbar sein und es muss vor allen Dingen auch nutzbar sein. Also was wir wollen, ist, dass die Menschen in der Stadt, weil Smart City bedeutet für uns ja ein Prozess, der nicht nur die technologische Seite umfasst, sondern auch die gesellschaftliche Seite von Technologienutzung, also für Menschen nutzbar ist. Und letztendlich wollten wir auch Produkte haben, die man anfassen kann. Also es ging jetzt nicht darum, dass jemand eine kluge Idee entwickelt hat, die interessieren uns zwar auch, aber hier wollten wir ganz konkret etwas sehen, was tatsächlich schon als Pilotprojekt wenigstens funktioniert. Sie können dadurch als Bilanz durchaus ziehen, dass Berlin bereits smart ist. Das kann man definitiv sagen. Also wir haben im Rahmen unseres Reports rund 300 Projekte identifiziert. Wir haben zu 60 Projekten auch detailliertere Ausführungen gemacht, indem wir die Protagonisten interviewt haben. Und wir haben auch eine kleine Landkarte erstellt, um zu sehen, in welchen Bereichen ist denn Berlin schon besonders stark. Und da fällt auf, dass wir im Bereich von Elektromobilität und Verkehr, klar, Elektromobilität ist in Berlin ein großes Thema, sehr stark sind. Wir sind natürlich stark im Bereich IKT und wir sind auch stark, aber da lässt sich noch einiges mehr machen im Bereich der Gesundheitswirtschaft. Da haben wir festgestellt, es gibt viele gute telemedizinische Anwendungen beispielsweise, aber so die richtige Verknüpfung, die fehlt noch. Also man kann insgesamt sagen, dass das, was in Berlin auch im Bereich von Energiemanagement passiert, auch definitiv eine Vorreiterrolle hat im europäischen Vergleich. Wo wir auch noch ein bisschen Potenziale sehen, ist halt bei der Frage, tatsächlich auch Anwendbarkeit für den Bürger. Also es ist in der Tat so, wir sind an vielen Stellen stark, aber jetzt so das eigentliche Zusammenführen, so wie wir uns das vorstellen, das sind jetzt die nächsten Schritte. Stichwort Vernetzung, Sie sprechen es auch gerade an. Ich stelle mir das schwierig vor. Also wir haben jetzt zwei Senatsverwaltungen, die zusammenarbeiten offensichtlich. Die anderen Verwaltungen sollen aber auch noch mit reinkommen. Wir haben die Wirtschaft, wir haben die neuen Unternehmen, die Start-up-Unternehmen, die auch mit ins Boot hereingenommen werden sollen und wir haben die Forschung. Also braucht es da nicht eine Schlüssel? Stelle, die alles sozusagen unter einen Hut bringt oder wie soll das realisiert werden? Also zum einen ist es so, dass sich die beteiligten Senatsverwaltungen selber organisiert haben im Rahmen einer interministeriellen Arbeitsgruppe, also dort auch Hand in Hand arbeiten, was für uns wiederum auch wichtig ist als diejenigen, die ja nicht in der Verwaltung selber drinstecken. Und es gibt in Berlin mittlerweile ein Smart Cities Netzwerk, was sich tatsächlich gebildet hat aus Akteuren in der Stadt. Was heißt das? Akteur klingt ja immer so ein bisschen soziologisch. Nein, es ist auch ganz handfest. Also wir haben an der Stelle Berliner Unternehmen mit bei, wir haben Siemens mit bei, wir haben Bosch mit bei, wir haben Hochschulen mit bei, die TU ist dort sehr stark. Wir haben Fraunhofer als außeruniversitäre Forschungseinrichtung mit bei. Wir haben Berater mit bei. Wir haben die Technologiestiftung selbstverständlich mit bei. Wir haben diesen Prozess auch angestoßen im vergangenen Jahr, als wir dann alle mal zu einem Kaminabend eingeladen haben und gesagt haben, was müssen wir jetzt eigentlich tun? Und da war sofort die Stimmung eines Aufbruchs da, wo gesagt wurde, lasst uns doch mal zusammen aufschreiben, was wir uns unter der Smart City Berlin vorstellen, wie wir unseren Beitrag leisten können. Und wir haben seit der Fusion der TSB Innovationsagentur mit Berlin Partner auch eine neue Einheit bei Berlin Partner, die nennt sich Smart Cities. Und genau dort sitzen mehrere Kolleginnen und Kollegen, die auch in der Lage sind, genau diese Aktivitäten mit zu koordinieren, im Sinne eines Dienstleistungsangebotes, aber sicherlich auch im Rahmen einer strategischen Begleitung. Gut, wenn ich Arbeitsgruppen in Verwaltung höre, dann habe ich natürlich aber auch gleich die Sorge, jedenfalls auf der politischen Seite, dass da erstmal ein Jahr darüber diskutiert wird, was überhaupt Smart City ist. Sehen Sie diese Gefahr auch? Also ich glaube, dass der Prozess jetzt tatsächlich schneller geht. Ich weiß, dass der Senat bald eine Vorlage aus dem Hause der Stadtentwicklungsverwaltung bekommen wird, wo genau diese Fragen dann auch diskutiert werden. Wo aber, und das finde ich an der Stelle besonders gut, da wird auch definiert, wie ist eigentlich die Zusammenarbeit mit solchen Gruppen wie dem Smart Cities Netzwerk. Das heißt also, die Stadtgesellschaft wird dort mitgenommen. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass der Smart Cities Prozess jetzt wirklich richtig an Fahrt aufnimmt. Apropos Nutzbarkeit, haben Sie auch angesprochen, ganz wichtiger Faktor für Sie. Das klingt ja immer alles so, ja, ein bisschen nach Utopia. Wie sieht die Stadt von morgen aus? Vielleicht können Sie so ein, zwei Beispiele mal nennen für die Zuschauer, wo man heute
schon spürt, wie wichtig Smart City für einen persönlich im privaten Alltag ist. Absolut. Also Smart City-Applikation bedeutet beispielsweise, dass Sie heutzutage schon in der Lage sind, Ihren Termin im Bürgeramt rechtzeitig zu reservieren im Grunde genommen. Jetzt wird es aber richtig smart, wenn Sie das verknüpfen können mit den Realtime-Daten der BVG und wissen, wann müssen Sie eigentlich losfahren, damit Sie Ihren Reisepass rechtzeitig ausgestellt bekommen. Das ist so eine Anwendung, die klingt jetzt erstmal trivial, nutzt Ihnen aber viel, nutzt auch der Verwaltung viel. Es gibt aber noch viel spannendere Themen, wie zum Beispiel Anwendungen wie Smart Grids im Zusammenhang mit Elektromobilität in der Stadt. Was ist ein Smart Grid? Sie müssen sich vorstellen, es wird sehr viel Energie erzeugt im Rahmen der Energiewende, nur wo lässt man sie dann, wenn man sie gerade nicht braucht? Also wo wird sie nachts gespeichert? Wenn Elektrofahrzeuge in der Stadt angeschlossen sind an ein Smart Grid, dann werden deren Batterien beispielsweise genutzt, um diese Energie zu speichern. Das heißt, das macht für uns Energie billiger und besser verfügbar, weil Lastspitzen auf diese Art und Weise auch gebremst werden können. Und vielleicht auch ein bisschen dann in die Zukunft schauen. Wir alle kennen ja das Problem, dass wir in der Stadt unterwegs sind und Parkplätze suchen beispielsweise. Und es gibt mittlerweile Beispiele, auch in anderen europäischen Städten, dass in den Straßen selber Sensoren eingebaut sind, wo sie dann tatsächlich auch eine App in ihrem Auto haben und wissen, okay, rechts um die Ecke ist der nächste Parkplatz frei, da fahre ich hin. Ich glaube, das wird uns allen das Leben auch noch erheblich leichter machen. Die Bürger müssen mitgenommen werden, das ist ganz klar. Da haben Sie auch davon gesprochen, dass die Berliner mit reingenommen werden müssen in das Boot. Besteht da auch ein gewisses Risiko? Denn es ist ja so, dass in dieser Stadt eigentlich nur ein Stein umgedreht werden muss und es bildet sich eine Volksinitiative. Ja, also man muss sich natürlich entscheiden, will man, dass Menschen auch mitreden? Ich muss ganz klar sagen, ich möchte, dass sie mitreden, aber sie sollen informiert mitreden. Ich glaube, das ist der entscheidende Schlüssel dazu, dass es dann auch ein gemeinsames Werk wird, diese Stadt weiterzuentwickeln. Ich nenne das gerne Open Source in dem Zusammenhang. Es geht im Grunde genommen darum, dass wir als Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, an dem Quellcode dieser Stadt, sprich das Programm, nach dem diese Stadt funktioniert, auch mitschreiben können, es mit verändern können, etwas für uns dort rausziehen können und selber darauf aufbauen können. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dass die Menschen begreifen, dass das etwas ist, was nicht nur für sie, sondern auch mit ihnen gestaltet wird und dadurch besser wird, dann habe ich da ganz im Gegenteil sogar ganz große Erwartungen. Ich glaube, wenn wir dieses Potenzial, was in der Stadt vorhanden ist, das sehen Sie übrigens auch in ganz vielen Bürgerinitiativen, da ist unglaublich viel Sachverstand vorhanden, der ja im Grunde genommen brach liegt und bislang nicht genutzt wird. Wenn der mit einbezogen werden kann, auch in politische Entscheidungsprozesse, ich glaube, dass das ein qualitativer Fortschritt ist. Haben Sie auch vor Augen das Thema Sicherheit? Denn ich kann mir vorstellen, eine vernetzte Gesellschaft ist zwar schön, macht uns das Leben auch einfacher, aber es macht uns auch angreifbarer. Absolut. Also wenn man sich mal vor Augen hält, was würde passieren, wenn morgen in der Stadt der Strom ausfällt? Dann ist es ja nicht nur so, dass die Straßenlaternen nicht mehr funktionieren, sondern unsere gesamte Infrastruktur ist im Grunde genommen davon abhängig, dass sie mit Energie versorgt wird. Ohne IT funktioniert heutzutage so gut wie gar nichts mehr in der Stadt. Also allein die Frage auch, wie sieht es aus mit einem groß angelegten Virusangriff. Also Stuxnet ist ja ein bekanntes Beispiel dafür, wie man tatsächlich auch Anlagen, die für die öffentliche Daseinsversorgung wichtig sind, mit einem Virus lahmlegen könnte. Und deswegen ist das für uns genauso ein Aspekt. Also Sicherheit hat da verschiedene Ansatzpunkte. Es geht natürlich zum einen um die Sicherheit der Infrastruktur, dass sie also verfügbar bleibt. Es geht aber genauso gut auch darum, wie sicher bin ich eigentlich, wenn um mich herum viele Anwendungen mittlerweile in der Lage sind, Daten über mich zu speichern, die mir vielleicht das Leben leichter machen, aber wenn sie dann irgendjemand nutzt, von dem ich es ehrlich gesagt nicht so gerne möchte. Wie sicher sind meine Daten eigentlich in einer zunehmend vernetzten Welt? Das ist sicherlich auch ein Aspekt, der eine wichtige Rolle dabei spielt, hat viel mit Akzeptanz zu tun, hat aber auch viel mit einer ethischen Fragestellung zu tun, die im Zusammenhang mit Smart Cities nicht vergessen werden darf. Es geht nicht nur um Technologiefreundlichkeit, sondern es geht halt um Technologie für Menschen in einer wachsenden Stadt. Herr Zimmer, zum Schluss eine Einschätzung von Ihnen. Berlin soll europaweit führend werden als Smart City. Ist das eine politische Hoffnung oder sehen Sie das auch durchaus als Realität? Ich glaube, dass Berlin da wirklich sehr gute Karten hat. Denn eines ist klar, Berlin ist vor allen Dingen auch die Start-up-Stadt in Europa, der Start-up-Hub. Und daraus entsteht sehr viel Dynamik. Ich glaube, dass gerade das, was in Smart Cities in der Stadt passiert, natürlich auch von den großen Unternehmen, von den großen Konzernen umgesetzt werden muss. Aber viele Innovationen, die entstehen genau in diesem Umfeld. Und da hat Berlin eine einmalige Chance. Denn nicht nur dieses Start-up-Ökosystem im Grunde genommen, was diese neuen Ideen liefert, bringt uns da einen Vorteil gegenüber anderen großen Städten, sondern Berlin ist eine Stadt, die ist polyzentrisch. Sie ist sehr unterschiedlich. Ob Sie in Zehlendorf unterwegs sind, in Kreuzberg unterwegs sind, in Reinickendorf, in Pankow, in Köpenick, Sie sind jeweils fast in einer anderen Stadt. Und genau das bietet ja die Möglichkeit, auch Anwendungen zu entwickeln, die universeller sind. Und hinzu kommt natürlich, Berlin ist auch eine sehr vielfältige Stadt, wenn Sie sich angucken, wo kommen die Menschen eigentlich her, die in dieser Stadt leben. Sie haben unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Auch die kann man nutzen, um Anwendungen noch viel besser zu machen. Und ich denke, da haben wir einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen europäischen Städten. Und ich bin mir relativ sicher, Berlin wird jedenfalls immer unter den Top 3 sein. Und wenn wir unter den Top 2 sind, ist es gut. Und die Top 1, die sollten wir anstreben. Vielen Dank, Herr Zimmer. Smarte Infrastruktur haben
haben die Berliner Wasserbetriebe bereits zu bieten, liebe Zuschauer, wie zum Beispiel die intelligente Pumpwerksteuerung. Mehr dazu jetzt. Herr Zargiebel, dass mit dieser neuen Technologie alles effizienter ist, das habe ich begriffen. Aber vielleicht können Sie noch mal konkret und für uns übersetzt noch mal sagen, was hier genau geleistet wird. Ja, wir steuern von hier aus die Abwasserströme von ganz Berlin und angeschlossenen Gemeinden in Brandenburg. Das heißt, wir bewegen pro Tag bei Trockenwetter etwa 520.000, 530.000 Kubikmeter. Diese Mengen steigen bei Niederschlägen auf etwa 1,3 Millionen Kubikmeter pro Tag an, die wir von hier aus in die Klärwerke verteilen und fernüberwachen und fernsteuern in unseren Anlagen, die wir hier haben. Und was sind die besonderen Herausforderungen, also welche Wetterumstände? Wetterumstände sind bei uns Starkregenereignisse, häufig auch lokale Starkregenereignisse. Der beliebte Berliner Sommerregen, der Niederschläge von 10 bis 15 Millimetern innerhalb von 20 Stunden bringt, tut uns überhaupt nicht weh. Aber Sie kennen es wahrscheinlich auch, lokale Gewitterereignisse, wo Straßen unter Wasser stehen, die beschäftigen uns heftig hier, wo dann lokal in kurzer Zeit sehr hohe Niederschlagsmengen auf die Straße fallen. Und wie lief es vorher, bevor Sie diese neuen Technologie hatte? Wir hatten vorher nicht die Stauraumkapazitäten in unseren Kanalnetzen frei. Durch das neue System haben wir viel mehr Stauraumkapazitäten in unseren Kanalnetzen frei, dadurch, dass das Wasser immer sehr tief gehalten wird. Und heute haben wir eben diese Möglichkeit, durch das Rückhalten und vorherige Eingreifen in der Maschinentechnik das Wasser vorher abzufördern. Ist es so, dass diese Technologie jetzt für sich steht oder wird da immer noch weiterentwickelt, um es noch mehr zu optimieren? Das ist ein lebendes System. Die Berliner Stadt ist ein lebendes System, das heißt Einwohnerströme oder Einwohnerentwicklungen verändern sich, Abwasserströme verändern sich, lokale Regenereignisse verändern sich. Wir bauen ja als Berliner Wasserbetriebe auch noch einen Großteil von Stauraumkanälen in der Stadt an Schwerpunkten. Friedenauer Senke ist ein Begriff, Fasanenstraße war jetzt auch gerade in den Medien, wo wir eben Mischwasser oder Regenwasser zwischenspeichern, um es dann, wenn der Regen aufgehört hat, wieder zu unseren Reinigungsanlagen fördern zu können. Soweit unser Kiez konkret, liebe Zuschauer. Wir haben hier bei den Wasserbetrieben einen kleinen Einblick bekommen, wo die Reise hin zur Smart City gehen kann. Viele, viele Protagonisten arbeiten in Berlin für die Lösungen der Zukunft und wir wünschen Ihnen weiterhin dabei viel Erfolg, damit unsere Stadt die anderen Metropolen auf diesem Gebiet hinter sich lassen kann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und passen Sie auf sich auf.